diesem Tag trug sie der Arbeit des Megin. Mein Name ist Megin. Ich habe 20 Jahre lang der Bewegung angehört. Ich war einer der ersten, die in Betriebe revolutionäre Aufklärung verbreiteten. Wir haben um die Löhne gekämpft und um bessere Arbeitsbedingungen. Dabei habe ich im Interesse der Kollegen oftmals mit den Unternehmern verhandelt. Anfangs voller Feindschaft, aber dann, ich gebe es zu, dachte ich, es ginge anders, leichter, wenn wir unsere Macht vermehrten, dachte ich, würden wir mitzubestimmen haben. Das war wohl falsch, gestehe ich hier. Hinter mir sind es schon viele Tausende, aber vor uns steht wieder die Gewalt. Sollen wir die Farbe weggeben? Gib sie nicht weg, Smilkin. Es ging nicht mit Verhandeln, sagten wir. Und Pelagea Vlasova sagte ihm: Du musst sie nicht weggeben, Smilkin. Gegen eine friedliche Demonstration kann die Polizei nichts haben. Und in diesem Augenblick schrie ein Polizeioffizier uns zu: Gib die Fahne heraus! Und Smilkin sah hinter sich und sah hinter seiner Fahne unsere Transparente. Und auf den Transparenten unsere Losungen. Und hinter den Transparenten standen die Streikenden von den Sowjetbergen. Und wir sahen hin, was er neben uns, einer von uns, mit der Fahne machte. 20 Jahre in der Bewegung, Arbeiter, Revolutionär, am 1. Mai 1905 vormittags, 11 Uhr, an der Ecke des Erlöser Boulevards im entscheidenden Augenblick. Er sagte: Sie geben es nicht weg, es wird nicht mehr verhandelt. Gut, sagten wir, so ist es reichend. Jetzt ist alles in Ordnung. Ja, sagte er und fiel vornüber auf sein Gesicht, denn sie hatten ihn schon abgeschossen. Die Fahne lag neben ihm. Da bückte sich unsere Pelagea Vlasova, die ruhige, gleichmütige, die Genossin, und griff nach der Fahne. Gib die Fahne her, Smilkin. Gib sie her. Ich werde sie schon tragen. Das wird alles noch anders werden.